von mir jetzt Gelehrte beleidigt oder sie als Palastgelehrte abstempelt und sagt, ja, die arbeiten mit Regierung oder die arbeiten mit dem König zusammen. Wenn eine Person über Gelehrten sagt, die sind Palastgelehrten, die arbeiten mit Regierung, wie soll ich mich verhalten? Das hängt davon ab, welche Gelehrten diese sind. Wenn man zum Beispiel von Al-Buti spricht, von Syrien, da hat man recht. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Jetzt aber übrigens, jetzt sollen die Leute, die immer Al-Buti gelobt haben und immer über Al-Buti gesprochen haben und sowas, die sollen jetzt uns sagen, was haben sie von Haltung zu Al-Buti jetzt? Al-Buti, derjenige, der sagt, wal-iyadu billah, man kann über das Bild von Bashar al-Taghut, möge Allah ihn verdammen, und die Leute, die mit ihm sind, möge Allah ihn brechen, und die Leute, die mit ihm sind. Ja? Was sagen diese Leute jetzt, die immer ihn gelobt haben, zu dieser Fatwa? Oder wenn du sagst, dieser Ahmed Hassouni, von Mufti von Syrien oder Mufti von Ägypten und so weiter, wenn man über solche Leute redet, da hat man recht. Da hat man recht. Aber wenn man von Gelehrten spricht, die bekannt sind, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, dass sie Wissen haben und dass sie andere Ansichten haben als die Person selber, dann muss man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Aber allgemein auch. Allgemein. Ich sage allgemein. Allgemein. Aufpassen. Nicht jeder darf in solchen Themen reden. Dass nicht einer, der seit 2 Wochen Muslim ist, der fängt an jetzt über Al-Buti zu reden und den beschimpfen. Das ist nicht seine Arbeit. Und das ist nicht sein Fach. Und das ist nicht sein Niveau. Der überlässt diese Themen für Leute, die Wissen haben. Wie verhältst du mit ihm? Erstmal zeig ihm, dass er falsch ist. Aber wie? Das Problem ist heutzutage, es gibt manche Leute, die denken, die sagen alles richtig und die sind falsch. Der Arme weiß das nicht. Der weiß selber nicht, dass der spricht wie ein Papagei. Und der weiß nicht, dass er falsch macht. Und der denkt aber, dass er richtig ist. Und das ist Katastrophe. Und möge Allah uns bewahren, dass wir diese Krankheit nicht haben.